So, da sind wir und weiter geht es mit Emergency. Wir sind kurz vor unserer ersten Schicht. Wir können das jetzt hier auswählen. Wähle deine nächste Schicht. Und was ist das? Downtown, Belohnungen, XP gibt es dafür. Und da sind wohl die ganzen Missionen aufgelistet und die sind, wie ich sehe, zeitlich begrenzt, ne? Der läuft in 8 Minuten ab und dann kommt wohl eine neue dann, ne? Und da gibt es auch nochmal. Spiele eine weitere Schicht. Das ist in 1 Minute, ist das auch weg. Und dann kommt wohl, denke ich mal, eine neue. Okay, wir sollen jetzt das hier machen. Das wird hier Downtown. Einsatzinfo, Belohnungen. Und wir starten einfach mal das Ding. Ich bin so gespannt. Der erste Einsatz, ey. Wow. So, das ist Einsatzplanung. Hier bekommst du deine Übersicht, was in der Schicht zu erwarten ist. Ebenfalls kannst du dich mit deinen Mitspielern vorbereiten und absprechen. Okay. Hier siehst du die gesamte Anzahl der Einsätze, die du während der Schicht lösen musst. Okay. 2 Rettungsansätze, Belohnung. Und das sind, denke ich mal, so Bots hier, ne? Ja, okay. Weiter, bereit. Oder? Okay, da muss ich erstmal klicken. Hier siehst du die Einschätzung, in welchem Umfang die verschiedenen Einheiten in dieser Schicht benötigt werden. Benötigte Einheiten. Okay. Auflistung der aktiven Rettungseinsätze zu Beginn der Schicht. Okay. Die Schichtparameter geben Informationen über den Schwierigkeitsgrad, Umgebungseffekte oder zusätzliche spezielle Effekte, die deine Einheit beeinflussen. Wetter kein Effekt, Handicap keine Auswirkungen. Teammitgliederliste, hast du einen Überblick über deinen Teamkollegen? Okay. Wechsel den Upgrade-Tab, um deine bereits freigeschaltete Fähigkeit auszurüsten. Ah, okay. Hier kannst du die Upgrade-Karten ausrüsten, die du freigeschaltet hast. Jeder Spieler kann bis zu 3 freigeschalteten Upgrades ausrüsten. Um ein Upgrade für eine Schicht zu wählen, klicke es an. Wähle das Upgrade aus, welches du bereits freigeschaltet hast. Ah. Ja, und das haben wir als allererstes bei der Tutorial-Mission freigeschaltet, ne? Wir klicken dann drauf. Und jetzt ist das mit aktiviert. Das war Schmerzmittel, aktive Fertigkeit, schnelle Heilung der verletzten Person. Hat einen kleinen Bonus der Sanitäter, ne? Nun bist du bereit. Klicke auf den Button, um die Schicht zu starten. Neuer, Oh. wir haben gerade einen Notruf über einen Autounfall an einer Trafostation erhalten, der eine gefährliche technische Störung verursacht hat. Eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt. Deine Feuerwehrleute sind für diese Situation gerüstet. Schicke einen Feuerwehrwagen zum Einsatzort. Okay, wir machen das. Zack, das ist der Feuerwehrwagen. Und den holen wir Rettung jetzt erledigt. dahin. Angekommen. So, jetzt kann er Gib den aussteigen. beiden Feuerwehrleuten den Befehl, mit der Bergung fortzufahren. So, die können jetzt. Die kann ich markieren, genau. Und dann kann ich hier Wird draufklicken. gemacht. Und die befreien jetzt die Person, ne? Also die schneiden das erstmal auf. Sei in der Nähe der defekten Trafostation vorsichtig. Elektrische Entladungen gefährden deine Einheiten und können Brände in der Umgebung auslösen. Okay, wir brauchen Techniker, ne? Hervorragende Arbeit bei der Sehr, Bergung. sehr Dein gut. Teamkollege schickt eine Notärztin, um medizinische Hilfe zu leisten. Sehr gut. Da ist die Notärztin und die macht das jetzt, ne? Was ist jetzt mit euch? Oh, das brennt jetzt, ne? Was mache ich jetzt mit denen? Auf dem Weg. Die hinzugezogene Notärztin kann die Behandlung nicht fortsetzen, weil in der Nähe ein Feuer ausgebrochen ist. Positioniere deinen Feuerwehrwagen auf einer Wasserposition, damit deine Feuerwehrleute das Feuer löschen können. Bereit. Okay, holen wir noch eins und das tun wir. Ach, da ist die Wasserposition. Da ist Adata. Ah, Bewege mich in okay. Dein Der hatte. Feuerwehrwagen ist jetzt an eine Wasserversorgung angeschlossen. Angekommen. Gib deinen Feuerwehrleuten den Befehl, das Ah, Feuer zu okay. löschen. So funktioniert das. Okay, alles klar. Warte, warte. Das heißt, ihr zwei löscht jetzt einfach mal. Höre. Wird gemacht.
Zack, und dann löschen die schon. Cool, sehr gut. Gut gemacht. Halte deine Feuerwehrleute in der Nähe, bis die technische Störung behoben ist. Du kannst die umliegenden Objekte kühlen, um weitere Feuer zu verhindern. Rufe einen Techniker, um mit der Reparatur der Trafostation zu beginnen. Einheit freigeschaltet, sehr gut. So, das ist der Techniker und der kommt jetzt unterwegs zum dahin. Einsatzort. Angekommen. Okay, der ist angekommen, der kann aussteigen. Und Gefahrenbereich. Wird gemacht. Der kann das hier erstmal abchecken. Cool, okay. Okay, da ist auch der Balken, der wird immer weniger. Kann ich hier so Sachen kühlen, meinte er? Bestätige. Na, irgendwie. Auf dem Weg. Nicht. Bereit. Na, ich kann ja nichts kühlen. Okay, wir müssen noch auf den Techniker warten, bis der das jetzt gemacht hat. Die hat auch schon angefangen, hier die Person. Behandle die gerettete Person und bring sie in Sicherheit, um den Einsatz zu beenden. Da ist nicht genug Platz für mehr Einheiten. Sende Fahrzeuge, die du nicht mehr benötigst, zurück, um neue Einheiten rufen zu können. Ach ja, das war das ja. Wir sind ja jetzt begrenzt, ne? Kann man dich jetzt... Rufe Einheit. Personal wird zurückbeordert. Ah, okay. Kehre zur Basis zurück. Den können wir jetzt nach Hause schicken. Der hat ja seine Arbeit gemacht, ne? In 2 Sekunden ist das Slot frei. Ah, so funktioniert das. Okay. Dann holen wir jetzt den Rettungswagen. Sind unterwegs. Weil die Person, die wurde ja hier behandelt. Von einem Notarzt, Zielort, ne? Erreicht. So. Ihr könnt ja alle aussteigen. Konnte man das nicht so machen früher, genau. Der kann Schmerzmittel verabreichen, um den Zustand von leicht verletzten Patienten schnell zu verbessern. Verstanden. So. Du holst den ab da. Ja, und ihr könnt eigentlich auch, Höre. Kehre zum Fahrzeug zurück. Erwartet. Auch alle weg. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Sehr gut. Der holt den jetzt ab. So, und den können wir jetzt Erwarte Anweisungen. Direkt nach Hause schicken, ne? Genau. Kehre zur Basis zurück. Einsatz abgeschlossen. Ausgezeichnete Arbeit. Ausgezeichnet, siehst du? Ja, ist alles weg, ne? Den können wir jetzt auch nach Hause schicken, genau. Kehre zur Basis zurück. Die können wir jetzt nicht aktivieren. Achtung, eine Bande von Bankräubern hat in der Nähe einen Geldautomaten gesprengt. Was? Die Verdächtigen sind schwer bewaffnet. SEK-Teams wurden angefordert, um wow. sie zu bekämpfen. Es Sei vorsichtig. Ab. Okay, SEK geht raus. Okay, jetzt wird voll geballert hier. Eine Bombe, ne? Oh. Es kam zu einer weiteren Detonation. Die oh. Rettung des verletzten Technikers hat Priorität. Verhafte okay. auch die restlichen Verdächtigen. So, das heißt hier erstmal sind unterwegs. Polizei. Wir brauchen aber noch Bereit. Zielort erreicht. Bereit. So, die können erstmal die verhaften. Wird gemacht. Bestätige. Auftrag ausgeführt. So, die werden jetzt abtransportiert. Auftrag ausgeführt. Kann ich jetzt schon einen Krankenwagen rufen oder muss ich jetzt auf den warten? So, da könnt ihr... Erwarte Anweisungen. Kehre zur Basis zurück. Direkt nach Hause. Dann haben wir wieder so einen Slot frei. So, jetzt, siehst du, jetzt sagt er mir das, ne? Jetzt kann ich den Rettungswagen holen. Sind unterwegs. Und der ist direkt da, ne? Direkt kommt er.
Ah, das wieder mit Wasser, okay. Zielort erreicht. So, dann steigen wir aus hier. Und... Verstanden. Okay, der ist ja nur leicht verletzt und da kann der Sanitäterin machen, ne? Sonst muss erstmal der Notarzt dran. Okay, das geht auch ganz gut. Das geht zurück. Sehr gut. SEK, voll Einsatz hier, voll die Ballerei. Okay, die sind alle schon da drin, aber die können wir nicht machen. Okay, wir müssen warten, bis der jetzt irgendwie hier behandelt wurde. Auftrag ausgeführt. Ah, der ist wieder fit, ne? Okay. Eine weitere Sprengladung wurde geortet. Was? Dein Teamkollege schickt einen Techniker, um sie zu entschärfen. Wieder der? Der Achtung, Verletzte? Der Techniker wurde von den Kriminellen attackiert und benötigt sofort Verstärkung. Oh nein. Polizeibeamte, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Okay, wir holen noch ein bisschen mehr Polizei. Sind unterwegs. Haben die den wieder niedergemacht, ne? Zielort erreicht. Erwarte Anweisung. So. Du kannst den nehmen. Verstanden. Bereit. Und du den ja. Bestätige. Wird gemacht. Wird verstanden. Die boxen jetzt erstmal hier, ne? Ich würde gern den Notruf holen. Wo ist der denn? Auftrag ausgeführt. Ah, den kann ich gar nicht benutzen jetzt, ne? Okay. Okay, die haben wir jetzt schon irgendwie verhaftet. Und die können wir jetzt so nach Hause schicken, ne? Genau. Es gibt einen Verletzten. Sende einen Sanitäter, um dem Techniker zu helfen. Erwarte Anweisungen. Okay, jetzt können wir den Sanitäter holen. Ah, der ist ja, nehmen wir direkt den. Der kommt automatisch. Sehr gut. Zielort erreicht. Hä? Wo ist denn die Person? Wo ist denn die Notärztin? Da. Gehst du mal bitte dahin? Den habe ich gar nicht reingetan, ne? Okay, der läuft jetzt einmal rum um den Block. Okay, dann haben wir hier noch so einen Chaosmeter, ne? Das steigt ja die ganze Zeit. Okay. So, der wird jetzt auch behandelt. Der arme Kerl, ne? Schon das zweite Mal jetzt wurde hier ausgeschaltet. Wir müssen eine weitere Explosion verhindern. Ach komm, jetzt hör auf. Schicke sofort einen zweiten Techniker, um die Bombe rechtzeitig zu entschärfen. Was? Noch ein Techniker? Okay, holen wir dann. Zack. Sind unterwegs. Sehr gut. Der kriegt jetzt etwas Verstärkung. So, die können jetzt auch eigentlich weg, ne? Kehre zur Basis zurück. Ja, die können auch weg. Die können aussteigen. Höre. Und du hilfst denen. Genau. Lauf mal etwas schneller dahin. Teamgeist Boost aktiviert. Die Arbeits- und Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten ist vorübergehend erhöht. Geil. Teamgeist Boost. Yes. Die Bombe wurde entschärft. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren erfolgreichen Schicht. Ohne deinen tatkräftigen Einsatz hätten wir es nicht geschafft. Gut gemacht. Dein Engagement verdient Anerkennung. Während des gesamten Einarbeitungsprozesses hast du deine Qualifikation als Teamleiter unter Beweis gestellt. Du bist jetzt optimal vorbereitet, um die nächste Herausforderung in Angriff zu nehmen. Weiter so. Okay. Haben wir das geschafft? Erfolg! Erfolgreich abgeschlossen, unsere erste Schicht da. Sehr geil. Das freut mich. Ah, da kriegt man immer so Bonus, ne? So neue Karten, oder was? Was heißt Glückwunsch? Warte, diese sind ja Eigenschaftsverbesserungen. Die Karten, die du bereits freigeschaltet hast, ist eine Ausrüstungskarte. Diese hast du bereits in der letzten Schicht eingesetzt. Bestätigen. Der Typ des Upgrades ist mittig auf der Karte vermerkt.
Ja, das ist alles Eigenschaften. Bei den Upgrades, die du hier siehst, handelt es sich um Eigenschaftsverbesserungen. Eigenschaftsverbesserungen verbessern die Effizienz, Schnelligkeit und Widerstandsfähigkeit von Einheiten. Sobald diese freigeschaltet sind, sind sie permanent aktiv und müssen nicht ausgerüstet werden. Ah, Eigenschaftskarten sind permanent. Okay, das ist cool. Okay. Selektiere das Upgrade deiner Wahl, um es zu erhalten. So, wir haben eine Kühleffizienztraining. Verbessert die Effizienz beim Kühlen. Dann haben wir Notärztin, erhöhte Feuerschutz für die Notärztin. Oder den SEK-Beamter, erhöhter Explosivschutz. Ah, das sind alle gut, ne? Ingenieur hat erhöhten Elektrowiderstand und Training zum Umgang mit Schaulustigen. Erhöht Effizienz beim Auslöschen von, ne, beim Auflösen, Auflösen von Schaulustigsgruppen. Okay. Alter, was soll ich denn nehmen jetzt? Also kühlen macht man jetzt nicht so oft. Ich würde Tatsache hier das hier nehmen erstmal, dass die Notärztin irgendwie erhöhten Feuerschutz hat. Ja. Erstmal das hier. Belohnungsumtausch. Du musst alle Belohnungen abwählen, um sie neu zu ziehen. Ah, die aktuelle Belohnungen werden verworfen und neu gezogen. Dreimal können die Belohnungen neu gezogen werden. Kostenloser Belohnungstausch verfügbar. Dieser wird automatisch eingesetzt, wenn du die Belohnungen neu ziehen willst, bei dieser aufgebracht sind. Belohnungsaustausch verfügbar 5. Okay, ne, wir nehmen jetzt einfach diese Belohnung. Und die ist ja ständig, ne, diese Eigenschaft. Dann heißt das ja immer, dass die immer so etwas besser geschützt ist. So, Schicht erfolgreich, ne? Wird nochmal alles aufgelistet, die ganzen XPs, wer alles dabei war, mein Level, die Belohnungen. So, Spielestatistik, was ist das? Okay, hier wird auch nochmal alles aufgelistet, wie lange man gebraucht hat, Chaosentwicklung, Einsatzbereitung, Aufgabeentwicklung, krass. Ja, das ist schon hart, echt. Okay. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Täglicher Lohne. Kehre jeden Tag zurück, um Belohnungen zu erhalten. Belohnungen für die Spieleinführung. Okay. Belohnungen werden in 22 Stunden, ne? In 22 Tagen. 13 Stunden zurückgesetzt. Was ist das für eine Belohnung? Belohnung für die tägliche Login. Okay. Okay, dann kriegt man jeden Tag immer Belohnungen dafür, wenn man sich hier einloggt. Okay. Da haben wir jetzt gekriegt. 200 haben wir davon gekriegt, ne? Was ist das jetzt? Schnelles Spiel. Ah, such ein zuverlässiges Spiel. Ach so, das gibt's jetzt auch hier, ne? Such ein zufälliges Spiel. Ah, und hier hat man noch so die ganzen Aufgaben, wöchentliche Aufgaben. Schließe eine Schicht mit weniger als 20% Chaos ab. Löse Ansammlungen von Schaulustigen auf. Repariere beschädigte Einsatzfahrzeuge. Löse Elektronotfälle, gewinne eine Schicht, bei der das Chaos nie über 60 steigt. Krass, dann hast du die täglichen Aufgaben, wöchentliche Aufgaben. Das ist ja krass. Was gibt's hier bei Sammlung neu? Upgrades. Ah, das ist die neue Karte, die wir haben, ne? Einmal für Sanitäter. Sehr gut. Ah, die kann man jetzt auch nochmal verbessern, die Karten. Die Karten, die kann man jetzt auch nochmal. Das würde jetzt irgendwie 900 von dieser Währung kosten, dann hat er 15% mehr Schutz oder halt von dieser Währung 90 halt, ne? Okay. Ach cool, davon kriegen wir auch immer, ne? Da kann man doch da noch mehr Skins holen. Also man kann sich das erspielen, man muss das ja nicht kaufen, ne? Was war das hier nochmal? Das kann man auch verbessern. Guck mal, was das kostet. 2000er. Wow.
Aktivierungszeit 5 Sekunden, Abklingzeit 80 Sekunden. Krass. Okay, sammle das noch ein bisschen und ich guck nochmal. Die hat jetzt schon mal 5%, hatte ich schon, ne? Kann man das auf 15 bis 30 verbessern? Okay. Ich sammle jetzt erstmal noch ein bisschen und dann gucken wir mal. Es macht jetzt schon Bock, es macht Bock, das Spiel. Und ne, man will ja weiter leveln. Wir sind ja schon Level 3 jetzt. Und ja, jetzt denke ich mal, wurden wir jetzt freigelassen und man kann sich jetzt die Mission auswählen. Wir gucken mal, was wir machen. Okay, wir machen erstmal eine Pause. Ich sage danke und bis gleich. Ciao, ciao.